Buongiorno zusammen, der Kaius ist wieder mit dem Kevin Kopfknospe da. Ja, wir haben ja uns gerade ein bisschen hypnotisieren lassen von dem Shaka Zebu, dem König, der angeblich hier irgendwie durch diesen Baum so ein bisschen neben der Spur ist. Aber eigentlich ist er total drauf. Der hat wahrscheinlich irgendwas zu sich genommen. Keine Ahnung, zu viel Smarties gegessen oder so. Wer weiß, was Männer in seinem Alter machen. Um so komisch zu gucken. Wir sammeln hier mal wieder fleißig alles ein, was wir finden können. Ja, auf unserem König liegt ein böser Schatten. Aber der König hat coole Augen. Die Nachricht von Shaka Zebus Zustand hat sich rasch im Dorf verbreitet. Einige der jüngeren, heißblütigen Hengste sehen darin Grund genug, einen Aufstand anzuzetteln. Ich möchte, dass du ihnen klar machst, welche Dummheit sie begehen und wie wenig sie begreifen. Es ist jetzt wichtig, Entschlossenheit und Zusammenhalt zu bitte besiege die rebellierenden Impi-Rüpel, damit wir in Ruhe nach einem Weg suchen können, Shaka Zebu zu heilen. Impi-Rüpel? Impi-Rüpel hört sich aber nicht sehr gruselig an, muss ich mal so sagen. Da muss ich doch gleich noch ein Liedchen zu singen. Oh ja, Impi-Rüpel. So, mal gucken, ob ich noch ein paar mehr Akkorde kann. Bam, 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 bam. So. Gucken wir doch mal. Impi-Rüpel, 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 Impi-Rüpel ist ein Scheißname. Da hab ich einfach keine Angst, da hab ich einfach keine Angst. Impi-Rüpel klingt sehr harmlos, das weiß doch jeder. Es klingt sogar ein bisschen gay. Ich hab nichts gegen Gaye, aber der Name klingt wirklich nicht besonders männlich. Impi-Rüpel, ihr macht mir keine Angst. Schminkt euch einfach mal ab. Geht nach Hause. Das war aber sehr professionell jetzt, oder? So. Bam, 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 bam. Ach ja, ach ja, ach ja. Sag mir mal, was ihr davon haltet, wenn ich so ein bisschen Ukulele spiele. Während der Aufnahme. Während so eines langweiligen Kampfes. Oh, ich habe viele Lieder auf Lager. Naja, ein bisschen zumindest. Zum Beispiel... Häschen in der Grube. Ja, ich weiß ja, hier gucken ein paar Kinder zu. Häschen, Häschen in der Grube. Saß und schlief. Saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? Armes Häschen, bist du krank, musst du wohl zum Schlachtermann. Bam-ba-la-la-la-la-la-la-la. Armes Häschen, du bist krank, also musst du eingemottet werden. So, da ist das Kämpfchen auch schon wieder vorbei. Ich muss ja noch ein paar Impi-Rüpel besiegen. Jetzt haben wir erst 3 besiegt von 8. Ach, ist das langweilig, oder Leute? Da kommt man echt auf die blödesten Ideen, dass man währenddessen Ukulele spielt. So, jetzt habe ich auch gar keine Ladung mehr auf meinem scheiß Handy, wo der Akku auch immer, immer, wie heißt es, immer mehr zu bieten hat. Das ist doch eine Kacke mit diesen Smartphones, oder? Wie lange hält eigentlich euer Handy-Akku? Ich habe jetzt ja nicht den ganzen Tag gespielt da drauf, nur so ein klitzekleines bisschen. Also wirklich nur so ein bisschen auf der Arbeit. Da, wo es hingehört, da spiele ich da ein bisschen. Ja, und dann ist der Akku leer. Das ist nicht gut. Das ist sehr schade sogar.
Dafür kriegt der Kevin jetzt noch ein paar Eisklumpen auf die Füße geworfen. Na, super. Freude, schöne Götter, Funke, Tochter aus Wizard City. Ob ich noch aufnehme? Na klar, Lady. Ich nehme noch auf. Liebe Tiffany, Drachenauge. Drachenauge. Oh, ich habe ein super Lied noch auf Lager. Das hau ich gleich mal raus. Aber ich habe jetzt auf die Schnelle keinen Text parat. Aber ich kann mir mal demnächst für ein paar bekannte Lieder neue Wizard 101 Texte überlegen, wenn ihr Bock habt. Hallo mein Schatz, ich liebe dich. Du, was kommt jetzt? Bist die Einzige für mich. Die anderen filmen dich alle doof. Deswegen mach ich dir den Hof. Du bist so anders, ganz speziell. Ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus. Nein, Quatsch. Jetzt geh ins Bett und leg dich hin. Ich will noch ein bisschen spielen. Wieso sollte ich morgen aufnehmen? Was kommt denn jetzt für ein Akkord? Scheiße, was kommt denn? Bald ist es dunkel. Moment. Bald ist es dunkel. Gleich ist es Nacht. Gleich ist es Nacht. Da ist ein Wort der Warnung angebracht. Ich zock Wizard 101. Frag nicht nach mir, mein Schatz. Ich zock so lange, ich's kann. Schlaf schon mal und... Na, egal, ist ja auch egal. Ich hab jetzt keinen Text parat, da könnte ich mir was ausdenken. Aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr zu spielen. So, genug. Genug jetzt Ukulele gespielt. Jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel, obwohl ich mich hier nicht besonders darauf konzentrieren muss, ne? Das muss man auch dazu sagen. Achso, übrigens von den Ärzten Männer sind Schweine. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch kennt. Die meisten von euch sind ja sehr, sehr jung. Und das Lied war populär als... Wann war denn das populär mit den Männern sind Schweine? Ich glaube, da bin ich noch zur Schule gegangen. Ja. Sind wir jetzt bald mal soweit. Impi Rüpel. Ach, nicht schon wieder dieser Zauber. Pass auf, ich gucke auf die Uhr. Es hat angefangen vor 5 Sekunden. Oder vor 10 Sekunden. 6 Minuten 25. So, der Zauber hat jetzt ja über 30 Sekunden gedauert. 7 von 8 Impi-Rüpeln. Alter, echt. Wieso sollte ich morgen aufnehmen, Tiffany? Ich nehme ja heute auf. Hallo. Again and again and again. Ich hasse Safari ja so sehr. Es gibt nichts, was ich mehr hasse. Krieg, Hunger, Schmerz, ist alles egal. Diese Kämpferei in Safaria ist wirklich das Schlimmste auf der Welt. Wer das nicht versteht, dem kann ich nicht helfen.
Oh, noch ein kleines Video vorlesen, einen kleinen Kommentar, bevor mein Handy sagt, gute Nacht, Kaios. Ich finde dich cool, bin treuer Abo seit dem ersten LP und ich muss sagen, du hättest mehr verdient. Bro, mach weiter mit den LPs. Okay, bitte. Von Star3010LP. Vielen Dank, das ist sehr freundlich. Ich finde auch, ich hätte mehr verdient. Aber man hat da manchmal einfach... Kann man einfach nichts machen, ne? Ist manchmal einfach so. Die Leute kommen, die Leute gehen. Und ich besetze ja hier mit Wizard 101 eine Nische. Ich wäre natürlich froh, wenn alle anderen LPs auf meinem Kanal auch super laufen würden. So wie Wizard 101. Tun sie aber nicht. Irgendwie hänge ich da jetzt so drin in diesem Wizard 101. Da komme ich auch so schnell nicht mehr raus. Und würde ich jetzt... Ich meine, ich habe ja im Herbst... Wisst ihr noch, habe ich mal eine Pause gemacht. Habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich mal gerade die Nase voll von Wizard 101. Ich mache mal ein kurzes Päuschen. Ich möchte jetzt mal gerade ein anderes Let's Play jeden Tag bringen. Das war Brutal Legend. Hat mir super Spaß gemacht. Ist aber auf meinem Kanal überhaupt nicht gut angekommen. Boah, das ist so schlecht gelaufen, das Spiel. Das ist ja wirklich peinlich gewesen. Ja, heutzutage, wenn man sich die Videos nochmal anguckt, die haben immer noch, die meisten haben immer noch nicht mal 100 Aufrufe. Und Wizard 101 hat inzwischen nach 3-4 Tagen über 500 Aufrufe pro Video. Das ist schon ein heftiger Unterschied. Und es steigt. Es wird immer mehr. Das ist gut und darauf setze ich natürlich. Deswegen kann ich Wizard 101 nicht vernachlässigen. Aber ich hätte auch gerne, dass andere Let's Plays angeguckt werden. Denn es gibt viele andere Spiele, die mir auch Spaß machen. Weiß nicht, ob es jetzt schon raus ist bei diesem, wenn dieses Video hier gekommen ist. Aber ich möchte mir mal The Witcher angucken. Ich habe es mir jetzt gekauft. Ich möchte es gerne spielen. Nehme aber eine kleine Aufnahmesession auf, um zu gucken, ob es auf meinem Kanal ankommt. Dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass auch dauerhaft, eventuell dauerhaft Let's Playen. Aber ich gehe eh davon aus, dass es nicht läuft. Aber gut. Wir probieren es mal. Darauf einen Schluck eiskaltes Wasser. Immer noch so ein Durst. Pizza macht durstig. Döner macht schöner, Pizza macht spitzer. Reis macht scheiß. Cola macht Hola. Was gibt's noch? Ja, egal. Wir sprechen jetzt erstmal mit Amali Herbstregen. Du hast sie gezügelt. Gut, während du dich um diese törichten Impi-Rüpel gekümmert hast, hat meine Tochter Mandisa nach CC Ausschau gehalten. Und sie hat den Magier gefunden. Rasch! Sprich mit Prinzessin Mandisa Herbstregen und finde heraus, was sie weiß. Finde Tsetse und bringe ihn hierher. Du hast gute Arbeit geleistet, was diese Impi-Rüpel angeht. Nur interne Streitigkeiten können wir uns nicht leisten. Kannst du mit Juma Flinkpfad und Laduma Donnerhof reden und versuchen, ihren Streit zu schlichten, damit sie weiterkämpfen? Es ist mir eine Ehre, dich zu treffen. Ich habe Tsetse, wenn du dich beeilst, erwischst du ihn dort vielleicht noch. Mhm. Der Halunke. Ich erwische ihn. Was ist denn der Magier? Hä? Vorher war die Tür verschlossen. Aber jetzt ist sie offen. Mhm. Das ist ja höchst verdächtig. Da gehen wir aber erst in der nächsten Runde rein. In der nächsten Aufnahme. In der nächsten Folge. Verflucht noch eins. So, Tiffany. Hallo, kannst du mal stehen bleiben? So, wir wollen uns gerade für ein Abschlussbild für diese Folge zumindest hinstellen. Direkt am Kiefer dieses seltsamen Vogels. Vielen Dank fürs Zusehen. Empfehlt mich ruhig weiter. Kauft euch Kokosnüsse. Tschüss!